Willkommen zum Skype Showdown Nummer 11 mit unserem Experten, dem Coach Robin Haas. Und Coach, es ist das Weekend von der Machtdemonstrationen in der Nationalliga angewiesen. Ja, was ist das Erste, was dir jetzt so einfällt vom letzten Wochenende? Erstmal wie immer, hallo miteinander. Das Erste, was mir einfällt, ist keine Spannung. Also das war jetzt ja wirklich nichts von allen Trainern. Ich war bei einem dabei, der keine Chance hatte bei den anderen. Wie man gesehen hat, auch keine Chance bei beiden Spielen nicht. Schade, Nazia sollte eigentlich die Vorzeigeliga sein von dem Verband und von dem Land. Und man kriegt einfach so Resultate an, wie man es ja schon gewusst hat. Darum ist auch mein Rekord wieder in alle drei richtig tippt, wenn man das schnell darf, Menschen. Aber es ist eigentlich ist schade, man, das ist... Ja, wenn man so hoch verliert gegen Kuh mit Basel und man hat trotzdem noch nicht am höchsten verloren. Es gibt ein anderes Spiel, das noch höher verloren hat. Da muss man sich dann schon fragen. Ja, pf, und das ist schon schlimm, dass es in Kuh ist, was wir da gemacht haben. Aber ja, ich bin nicht nur ein bisschen enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht. Bin auch nach ACB geschaut. Klar ist es ein Stück tiefer dort, aber wenigstens ist dort ein bisschen Excitement noch dabei und so. In Nazia fällt einfach das Excitement und wir können ja zu dem noch zu reden nachher, zu dem ganzen Drumherum, was man da muss ändern oder was sich da ändern muss. Weil so ist es einfach ehrlich gesagt nicht lustig, zum irgendwelche Spiel zu gehen. Ich bin überrascht, dass überhaupt noch recht viel Zuschauer gekommen sind. Nicht so viel wie Susamix, aber er hat trotzdem recht viel gehabt zu kommen. Es sind noch treue Fans, aber für so ein Spiel, ja. Und nicht nur das, eben auch Bern macht einfach den kaputt, Winterthur. Leider hat sich der Quarterback verletzt. Wenn jetzt dem Semifinal nicht zurückkommt, dann good night. Was machen sie dann? Zürich chancenlos in Genf, oder? Ja. Es ist nicht sehr ein exciting Nazi-A-Spieltag gewesen. Also die ersten drei Platzierten, die haben da ganz klar gezeigt, wer zu sagen hat in dieser Liga. Fangen wir doch gerade mal an bei Bern gegen Winterthur, 41-3. Winterthur hat, nachdem sie in Anführungsstrichen nur 17-0 verloren im Hinspiel gegen Bern, rechte Hoffnungen gehabt, dass da etwas reisen können und haben dann selber auch geschrieben von einer brutalen Niederlage. Ist für dich überraschend, dass es so klar war? Das ist so klar ist schon, eben vor allem, weil sie, Winterthur hypt das Ganze immer ein bisschen auf, so, ja, auf Gott, das müssen sie haben, aber sie sagen immer, ja, es ist knapper, als das Resultat ausgesehen hat, damals mal in Genf, haben sie schon gesagt, und nachher haben sie aber gegen Genf auch wieder verloren daheim. Dann haben sie das mit Bern, das 17-0, da liegt viel drin, sicher muss positiv und gehst ja nicht ins Spiel, denkst du, verlierst, aber realistisch gesehen, ja, ist das natürlich, ist das wirklich eine brutale Niederlage, das Winterthur sagt, ich meine, 3 Punkte erzielt. Ja, wie es angesprochen, der Quarterback hat sich verletzt. Und ohne den Quarterback geht es nicht. Und die spielen nicht mit einem Schweizer Quarterback. Und dann kommt der Backup rein. Dann kann ich mir so ein Szenario vorstellen wie Zürich mit dem Quarterback. Nämlich also bevor Steve Müller wieder fit war. Ja, aber das ist eine brutale, herbe Niederlage. Und ein Dämpfer für Winterthur, dass sie jetzt gesehen haben, dass man, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und das 2 Wochen vom Semifinal in Chur. Oder? Das ist auch nicht sehr motivierend. Ich habe das Spiel nicht gesehen, nur ein paar Sachen gehört und eben Winterthur war wirklich chancenlos. Und gut, ich meine, das Resultat zeigt es auch. Ich meine, ein viel Goal haben sie geschafft und ich glaube, und Bern hat sich jetzt einmal eingeschossen für die Semis dann gegen Genf. Mhm. Man weiß, Bern wird sicher einer der absoluten Titelkandidaten sein und die anderen 2 Top-Teams haben auch einen Stempel aufgedruckt. Gehen wir noch zum zweiten Spiel, du hast schon Atto und Seahawks daheim gegen Zürich. Da hat man müssen auch nicht, dass es eindeutig wird, aber 57-6 ist dann schon ziemlich eindeutige Schlappe dafür für die Renegades, wo jetzt noch nächstes Wochenende nochmal das Rückspiel haben gegen Genf und dann heisst es, ist die Nazi-A-Saison zum Glück für die Renegades vorbei. Ja, ich habe ja noch gesagt, letzte Woche, das wird wahrscheinlich nicht sehr ein enges Spiel. Genf hat einfach, Genf hat wahrscheinlich auch für die Playoffs schon ein bisschen pröbelt und gemacht und da und da wahrscheinlich auch so ein High-Scoring-Game und sie haben sicher nicht irgendwie absichtlich das Score so high gemacht, sondern ein High-Scoring-Game gemacht, aber sie haben wahrscheinlich pröbelt und das hat einfach funktioniert, ich weiß es nicht, aber es ist auch schon ziemlich hoch. Ich meine, alle 3 Spiele über 50 Punkte oder fast. Ja, also und jetzt müssen sie nochmal gegen die gleichen Gegner spielen am Sonntag. Das ist schon nicht motiviert. Wo holt sich die Motivation nochmal raus? Das ist, ich muss sagen, ich liebe Football, ich will Football spielen und so holt es Motivation raus.
Und dann müssen sie sofort überbürgern für nächstes Jahr, ja, weil es gibt ja keine Absteiger das Jahr. Aber so kann es nicht weitergehen. Ich meine, das ist, jetzt ich rede jetzt nicht nur für Zürich, vor allem. Zürich fährt dort aber und so eine Klatsche, das ist keine schöne Heimfahrt nachher, aber ja, es ist. Genf ist stark, das darf man nicht vergessen, Genf ist wirklich stark. Und das ist ein Meisterschaftsspiel, die nehmen da nicht einfach nur halbherzig rein. Und ja, das hat man so einen Tag gesehen. Und das wird in 2 Wochen ganz sicher ein Hammerspiel, wenn Bern gegen Genf im Halbfinale ist. Aber das können wir dann nächste Woche prognostizieren. Das dritte Spiel von Nazi A. Eben, wir sind ja beide dort gewesen. Wir haben uns zwar nicht gesehen oder nur Nein. von Ferne gesehen. Broncos gewinnen auch klar, 52 zu 14. Mein Eindruck ist aber, gewesen, Basel hat eigentlich gefällig mitgespielt, aber am Schluss gleich keine Chance gehabt, oder wie ist dein Eindruck? Also mein Eindruck ist so, ich bin jetzt zum ersten Mal mit der Saison mit dem First Team, so ein bisschen, wenn ich so sage, ein bisschen am Quarterback helfen, also nicht am Amerikaner, der braucht auch Hilfe, nein, am Ding, am Backup, am Schweizer, am Niki Messmer geholfen, weil man gewusst, er würde wieder spielen und dann ein bisschen schauen, dass es kommt, ein bisschen helfen ihm. Dann haben wir 2 U19er aufgeholt von mir, einer hat auch Playing Time gekriegt, dass ich einfach ein bisschen dort gewesen bin. Für dich ist es gut gewesen, aber ja, sind wir ehrlich, wir haben, wie du gesagt hast, keine Chance gehabt. Und wir haben gewusst, sie werden nicht ihre Top Guns bringen. Und, aber das so eine Niederlage gegen nicht die Top Guns, okay? Ich meine, der Eric Gorgate hat keinen einzigen Snap, also außer Kick, aber der hat keinen Snap gemacht. Der Severin Moore hat nicht gespielt, the list goes on. Hennold hat es nachher umgezogen, nachdem er drin war. Ein paar Mal drin war, haben sie ihn rausgenommen, der hat es auch nicht gebraucht. Und ich meine, Hut ab zum Nummer 3 Running Back oder Nummer 2 Running Back, Sasso heißt er, glaube Melvin Sassi, 4 Touchdowns. ich. Ja, 4 Touchdowns. Und ich meine, wir haben trotzdem, wir haben unsere Leute dort gehabt, wir haben unsere Bezahlten dort gehabt, wir haben ein paar verletzte Linebacker gehabt, ja, aber das ist keine Entschuldigung. Aber ja, schlussendlich ist es einfach, die Saison ist es so gewesen, die ganze Zeit, der Coach Train hat mir das gesagt und da muss auch ganz ruhig sein, er hat sich dort auch nicht aufgeregt oder etwas, auch ein paar Codes, etwas komisch, aber er hat auch dort nicht aufgeregt. Wir haben nicht einmal gepantet, wir haben nicht einen einzigen Run gemacht. Es ist ein bisschen so wie 7 und 7 mit allein gewesen, oder? Unsere Offense. Rausgestochen hat es 83, Sven, der ist echt stark, der hat wirklich, wirklich ganz gut die Catch, ein Ex-Junior von mir, wenn ich das sagen darf. Und der kommt auch in alle Workouts immer am Samstag, das ist ein Workhorse. Der hat wirklich super, super, super gespielt. Und das zeigt auch Fun, auch wenn du hinten drin bist, mit weiß ich nicht, wie viel Punkt. Und die Jungen kommen rein und dürfen auch mal zeigen, endlich, was sie können. Und man sieht, sie haben Fun. Das hat man jetzt eben gerade beim Sven und beim Niki gesehen, beim Quarterback, oder? Die sind reingekommen, endlich haben sie eine Chance und die haben auch Fun gehabt. Die haben nicht auf das Resultat geglaubt, weil sie haben mit, können gar nicht machen, wenn sie erst, also der Quarterback erst in der zweiten Halbzeit reinkommt. Nochmal, Broncos haben wirklich, ich meine, die haben das Second and Third Stringers, die haben really lang, okay? Und da muss man dann einfach Punkte und 14 Punkte haben wir angekriegt gegen Second and Third Stringers. Das ist uns realistisch, das ist uns allen bewusst. Also wir haben eigentlich gegen eine Mannschaft verloren, wo, ich sage jetzt einmal, weiß nicht, wie viel gefehlt haben, aber die jüngste gefehlt haben und wir haben trotzdem so eine hohe Klatsche gekriegt. Da muss man natürlich auch überbuchen für nächstes Jahr. Das ist natürlich alles andere als Ding gewesen. Es ist für Zuschauer sicher auch nicht sehr interessant gewesen. Ja gut, wenigstens sehen sie mit Pass. So viel Pass haben sie, glaube ich, noch nie gesehen beim Spielen. Oh, Sitzt eben, du es ist wieder so. eben, meine Das ist. Jugend, Basel hat sich eigentlich noch. Ja, eben, es ist halt noch eine unterhaltsame Art, wie Basel spielt und machen ja schon auch schöne Plays und so weiter. Also, ich habe jetzt eigentlich noch Eindruck gehabt, auch wenn es wirklich, man hat gemerkt, die Mannschaft ist ein bisschen geschlagen von dieser Saison, aber hat eigentlich noch gute Visitenkarten abgegeben. So mein Eindruck gewesen, obwohl man relativ schnell gemerkt hat, dass das dürfte schwierig werden. In der Offense ist es ja nicht einmal so gewesen. Okay, nochmal, es ist gegen Backups, das habe ich jetzt dreimal gesagt. In der Offense ist noch recht klar, wir haben ein paar First Downs geholt und so. Also dort ist nicht so gewesen, dass es langweilig gewesen wäre. Aber unsere Defense. Viele Drops, oder? Für den Receiver, wo du Anfang Saison gesagt hast, beste in der Schweiz. Ja, Muss man das ist so ein zugeben, bisschen das habe das ich gesehen. Stimmbild gewesen, oder? Von der Saison, oder? Die ganze Saison eigentlich ist ein bisschen das Jahr, wo dann auch ein bisschen das Problem gewesen, oder? Da bin ich der Erste, der das sagt. Das ist eine brutale Fehleinschätzung von mir. Wenn ich gesehen habe, am Anfang der Saison, bevor das erste Spiel los ist, wie die trainiert, also trainiert, wie die gecatcht haben und gemacht haben.
Und danach nicht spielen. Und sie spielen nicht erst gestern so viele Drops. Sie haben das auch schon gehabt. Sie haben nicht ganz so viel wie Bern, aber sie haben schon recht viele Drops. Bern ist aber Zweite. Die können das anders kompensieren. Gladiators können das nicht, wir haben kein Run-Game. Also können wir es überhaupt nicht kompensieren. Quarterbacks sind keine Läufer, beide nicht, wo wir haben. Also kannst du das nicht kompensieren und schon ist es vorbei. Aber gestern war wirklich brutal, gewesen, die Drops, die es hatten. Enttäuschend, ich habe es dann auch nachher direkt ins Gesicht gesagt oder auch schon an der Seitenlinie, hey, das ist Nazi, also wenn er dann nicht einmal ein Slant fangen, wo direkt in die Hand kommt oder so. Es ist eigentlich recht peinlich. Zweite Halbzeit haben sie einen Step-up gemacht und haben dann ein bisschen mehr gefangen. Vor allem, wenn man denkt, dass man nur passt, dann muss man einfach 90% muss man catchen, wenn da mal einer, zwei, drei runterkehlen und das Gleiche. Es ist auch ein paar wichtige, sind Fourth Down, wo wirklich, sie sind open gewesen oder wären getackelt worden, aber es wäre First Down gewesen wieder und sie lassen einfach droppen. Und das ist ein bisschen frustrierend, vor allem, wenn man da gerade schauen und es sind auch, also ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt noch nicht irgendwie etwas, wie sagt man dem, also ich weiß nicht, wenn man sagt, aber schon gleich, es sind ein paar einfach nicht da gewesen. Ich weiß jetzt Gründe nicht, was sie sind, aber ich meine, da wären noch mal vier, fünf Receivers, gell? Ich meine, so hätte der Lando wohl kommen gelernt, dass der von U19 die Wohlkommensspielzeit gekriegt. Es sind der Klee, der Henrik Brunner hat gefehlt, der Leon Frieden hat gefehlt, der ja, ich weiß auch nicht, wie die alle heißen, darf nicht da sein. Ich weiß nicht warum, ich habe jetzt Gründe nicht, aber es ist schon, Ein bisschen ja, ich bin verkorkst eigentlich, gewesen für Basel. ja, nicht nur ein bisschen. Aber Ja. kann ich da mal etwas ansprechen zum ganzen Aspekt Bitte. für Broncos? Mir tun ehrlich gesagt tun mir Broncos leid. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man so denkt. Aber mir tun einfach die Leute, die Spieler, die nicht dürfen spielen. Und ich meine, was ist das für ein Gefühl? You're not gonna play because you're too good for the team. So quasi. Also ich tue nicht so niemandem irgendetwas vorwerfen oder so, aber ein Rex, Severin, ein Eric, die sind nicht einmal drauf gewesen, und auch gegen Zürich nicht und, oder wenig. Und der Rex hat jetzt gegen Schwäbisch Hall durchgespielt, gegen Bern und gegen Genf. Und so sind sie immer pult. Jedes Mal. Ja, du gehst dreimal in der Woche ins Training oder weiß ich wie viel Mal, du zahlst mit, die zahlen Mitgliederbeitrag. Auch Sünde, auch wenn er jetzt verletzt ist. Und du spielst einfach die paar Spielzüge. Und das ist nicht am Coaching-Fehler, das ist nicht an der Liga-Fehler, das ist nicht. Das ist der Fehler von den anderen Teams auch ein bisschen, dass wir nicht konkurrenzfähig sind. Es ist nicht mehr 2012 mit 19 Imports. Die Zeiten sind vorbei, das ist ein Homegrown-Team. Und es kann niemand mitheben, außer eben die eine Niederlage in Bern. Aber nächstes Jahr müssen die irgendwie international spielen oder so etwas, weil es muss irgendwie. Das gleiche Problem ist in Deutschland, Schwäbisch Hall zieht davon, das wird langweilig, die Leute schlafen ein, die haben Zuschauer schon, das hat nichts mit Corona zu tun. Innsbruck und Wien auch, aber die gehen das wahrscheinlich in die IFL, genau aus dem Grund, weil die spielen dreimal in der Regular Season gegen Wien und im Finale, in der Playoffs wieder gegen Wien und dann keine Chance und das einzige spannende Spiel ist am gegen Wien. Man muss irgendwie, muss man dann International League zusammen machen. Das ist mir jetzt gleich, ob es gegen die SFV ist oder nicht. Aber Broncos, die verlangweilen in der Liga. Und Zuschauer werden da auch langsam nicht mehr kommen, wenn immer jedes Spiel mit 40-0 und du hast Second Stringers und Third Stringers schon drinnen von Anfang an. Das kann es ja nicht sein. Und ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt, also, Gut, mehr man haben muss gestern eben. fairerweise sagen, das wäre natürlich mit Bern und Genf jetzt natürlich durchaus zwei Teams, wo auf Augenhöhe können mitspielen, oder? Aber klar, die sind das ja natürlich auch relativ verstärkt. Das muss man auch sehen, oder? Und ich gerade will sagen, nächstes Jahr, wenn der Larry weg ist, geht auf Tonung. Der Clark nimmt ihn mit, zack, dann ist schon der Gott ist einen, aber Genf wird nicht die gleiche Mannschaft sein mit ohne Larry, das kann ich jetzt schon garantieren, weil der Larry hat dort so viel reingebracht und gemacht. Also da wäre ich ganz, ganz fest überrascht, wenn Genf nächstes Jahr, aber das ist nächstes Jahr. Das Jahr sind sie wirklich konkurrenzfähig, aber. Ich meine, du bist an jedem Spiel dabei für GR heute und so. Wie viele spannende Spiele hast du gesehen? Das cool, das Jahr. Ja, ich sehe schon, was du meinst. Andererseits kann man natürlich auch sagen, die Aufgabe von den Coaches ist natürlich, ein langfristiges Programm aufzubauen. Der Buffen hat das 2015 auch mit der Mission übernommen, quasi ein Homegrown Team machen. Und wenn man mal das Roster anschaut, dass ich überrascht war auf die Alter von dieser Mannschaft. Man denkt immer an Mattes, wo natürlich, sagen wir, ein älterer ist oder alt ist, sorry, aber
natürlich immer noch Bomben spielt, aber sonst ist das eine sehr junge Mannschaft. Also es sind sehr viele Spieler, die in den letzten paar Jahren von den Junioren aufgekommen sind. Das ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie eine alte Mannschaft wäre. Und die Backups, die sie jetzt wo es wirklich auch forcieren, die kommen halt zu Playing Time. Und das führt halt wahrscheinlich schon dazu, dass halt eben der Broncos klingt zum Jahr für Jahr auf, dass es nicht so einen harten Umbruch gibt. Aber auch die machen ja schon, auch die, wenn die reinkommen, stoppen ja schon die anderen Defenses oder Offenses oder was auch immer, wie sie für Positionen spielen von den anderen Teams. Das ist ja, was ich meine. Wenn du die nächsten 4 Jahre so etwas haben, wie es jetzt hast, in dem Jahr. Eben jetzt Bern und Genf ist das ja noch einigermaßen konkurrenzfähig, weil sie so viel Verstärkung haben. Frankreich spielt nächstes Jahr wieder. Dann sind die Franzosen weg, die billigen Franzosen, die billig kommen und Geld für die Türe hat niemand. Und dann wird es noch schlimmer, wenn es so ist, wie es. Weil die Broncos werden mit diesen jungen Spielern in Zukunft auch wieder Furore sorgen. Ich meine, wenn die schon können jetzt Nationalteams stoppen, Second und Third String, nicht einmal First String, wie soll denn das nächste Jahr sein? Dann können die anderen überhaupt nicht mehr zu mir zu einsetzen. Ich hoffe, dass da die Verbände Deutschland und so, also jetzt nicht die EFL, sondern die anderen Verbände, das gesehen, eben auch wie Schwäbisch Hall, die haben das selber auch schon angetönt, das wird, ich meine, 70-0 gegen Universe, 56-0 und 58-0 und weiß ich nicht was, dass es da ein Top-Team gibt, wie das in der Champions League ein bisschen, dass die noch 4 oder 5 Spiele dazuspielen, dass man wenigstens noch ein paar geile Spiele hat. Ja, sicher sind Fahrtkosten und Türen, also das muss man in Kauf nehmen. Und das motiviert natürlich dann auch wieder die Jungen von den Broncos, oder? Und Auch die guten Spieler, die jetzt wenig zum Spiel kommen, dann wissen sie, jetzt können wir wieder spielen. Weil ja, jetzt kommt die Woche, kommt Zürich nächste Woche, kommt Basel und übernächste Woche, kommt weiß ich nicht was. Das ist eine schwierige Situation, aber ich weiß es auch, dass die Spieler sind nicht zufrieden. Und zwar nicht gegen ihren eigenen Club, sondern einfach mit wie das abgeht, oder? Und wie du gerade gesagt hast, die sind so jung. Und die können wir ihnen auch gestern ein paar nicht kennen, die haben die noch nie gesehen und trotzdem die haben Stoppniveau. Das zeigt, wie gut die Coaches sind oder, und gemacht sind. Ja, also Hut ab, aber da muss etwas gehen. Ich weiß nicht was, aber irgendetwas muss man da machen, sonst, dass in Zukunft Broncos auch spannender Football haben in der Ringstraße oder auch auswärts. Aber, ja. Also zum einen, ich hoffe natürlich, dass die internationalen Spiele, die sind natürlich Highlights für alle Spieler auch. Und Broncos haben einen Haufen international gespielt in den letzten 10 Jahren. Sicher auch sehr profitiert von dem. Und ich hoffe auch, dass es ein bisschen mehr gibt als nur ein Heimspiel oder so. Das ist das eine. Und zum anderen ist natürlich auch die Hoffnung, wenn man sieht, jetzt gerade in der U19 Elite-Liga, wie gut dort geschafft wird in fast allen Programmen, dass da für alle Clubs einfach so eine richtige gute Bluterfrischung kommt, wo dann eben auch vielleicht das Level ein bisschen auch in der Nazi auf allen Leveln ein bisschen erhöht. Ja, also das ist eigentlich das Ziel von der Juniorenliga, oder? Du 16 führt später mal du 19 und du 19 führt dein Ding. First Team, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen und es sieht so aus, als würde das Bern und Kalanda auch gut klappen. Teilweise auch in Genf, denn auch einiges an Junioren drin, nicht so viel wie es könnten, wenn man denkt, wie viele die Abgänge haben und rufen sind. Das ist eigentlich das Ziel, aber da hast du schon recht, ja, das ist. Ich möchte nicht wissen, wie viel, also ich möchte wissen, wie viele Broncos eigentlich von den Junioren dort sind. Das sind einige, die von den Junioren aufgekommen sind, die jetzt starten. Meine Generation, also Generation, wo ich noch coacht habe bei den Broncos, die können jetzt schon das Alter. Meine Junioren, die ich da zumal noch coacht habe, Nico Ritter und all die, also alt, 5, 6, 20. Oder, aber wenn man jetzt schaut, was sie sonst noch haben, so 20, 21-Jährige drin. Und dann, sie sind ungeschlagen, die Junioren. Da werden wieder ein paar gute Spieler aufgekommen, die sind nicht für den Grund ungeschlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Seniors ihr dort im Team habt bei den Junioren, aber da werden ganz sicher auch wieder ein paar aufkommen. Ja, okay. Gut, also ich freue mich jetzt trotzdem, oder wir freuen uns sicher alle in der Fußballschweiz erst einmal auf die Halbfinale und die Finale, die dann übernächste Woche losgehen. Wenn noch ein Nordtag spielen am Sonntag auch noch, wenn wir den tippen, wenn ich es einem reintippe. Zürich Genf, ein Tipp, das machen wir dann am Schluss noch. Dort hast du die Chance, deinen 20. richtigen Tipp machen und ich würde wetten, dass du den 20. heimbringst. Aber tun wir nicht vorgreifen. Okay, sorry. Macht nichts. Gehen wir in die Nazi B. Dort ist nämlich in der Ostgruppe eine grosse Spannung. Es hat so ein bisschen Aufstand der Kleinen, kann man ja nicht sagen, in der Nationalliga B, weil in der Ostgruppe ist es recht eng beieinander. Die beiden Spiele, die am Wochenende waren, sind Lugano bis
ohne Sieg hat Energovia 22-13 gewonnen und Luzern gewinnt in St. Gallen, wo bis jetzt umgeschlagen ist, mit 6-2 Eishockey-Resultat. Du bist in Argovia, in Aarau dabei gewesen, gegen Lugano. Erzähl mal ein bisschen von dem Spiel. Zuerst mal danke vielmals für das Organisieren von Argo, wie für meinen reservierten Parkplatz. Sie haben dort einen Parkplatz für mich reserviert, schön mit eingegrenzt, haben mich dort Muss. eingelotst, den Verkehrsdienst, hat mich dort eingelotst, hat mir vollen Parkplatz reserviert. So, danke vielmals für das, ist echt nett. Das Spiel selber ist unterhaltsam gewesen. Das ist Lugano. Habe ich jetzt das erste Mal gesehen, spielen, muss sagen. Ich habe jetzt gemeint, die kommen jetzt da und eben nach denen, dass sie noch kein Spiel gewonnen haben, das wird nicht lustig und so, aber wow, muss sagen. Quarterback, schöne Würfe, schöne Läufe und der Running Back, den die haben, holy, you know what. Ich habe schon gehört, dass er italienischer Nazi ist, das ist klar, aber was der läuft, also und wie der die Löcher reingeht und macht und dort, das ist mehr als Nazi-B-Niveau. Und es ist natürlich super, sie haben immer den Ball die ganze Zeit gegeben und dann ab und zu haben sie mal Play-Action gemacht. Und dann wie wächst das Deck und dann dort die Play-Actions und dann haben sie einen ganz guten Receiver, das 88, da vorne war Scardi, der ist ja vorhin bei Basel Gladiator, der dort studiert hat Medizin. Und der hat dann zwei Touchdowns gefangen. Und eins ist irgendwie 70 Jahre Lauf von dem italienischen Nationalmannschaft Running Back, ist wirklich spannend gewesen. Ist lässig zum Zuschauen. Für Aargau wird uns ein bisschen leid, sie haben wirklich hart gekämpft, sie haben auch ein paar Verletzte, aber das hat man halt, das muss man jetzt nicht wieder antönen. Sie sind immer dran gewesen und dann haben sie einfach Big Plays. Big Plays haben den Unterschied ausgemacht. Wieder super Atmosphäre war, viele Leute hat es gehabt, ist lässig gewesen, ja. Und Lugano, die Liga, wie du jetzt gesagt hast, jetzt ist es mehr als ausgeglichen, weil Luzern 6-2 gewonnen gegen St. Gallen in St. Gallen. Vor 3 Wochen hat noch St. Gallen in Luzern gewonnen. Und das ist jetzt brutal in einer Ostgruppe. Das ist jetzt alles offen. Und jetzt, St. Gallen muss jetzt noch auf Lugano ab und Luzern muss auch noch auf Lugano ab. Lugano hat bis jetzt, glaube ich, alles nur Auswärtsspiel gehabt. Außer eins, das erste vielleicht. Aber sie haben jetzt ein jüngstes Auswärtsspiel gehabt. Die kommen jetzt mit einer Serie von Heimspielen noch gegen die Ende der Saison. Und dann sehen wir, also Lugano darf man das ganz sicher nicht abschreiben. Die vier Teams sind alles recht starke Teams. Jetzt, wenn man die Westgruppe schaut, dort ist ein bisschen ein größerer Gainer, sage ich jetzt einmal. Darf man fast nicht sagen, weil Thun, weiß man, ist ein sehr gutes Footballprogramm. Gewinnen hoch in Biel, 49-6. Aber die sind vorne weg in der Nazi B. Oder Fribourg gewinnt gegen Genf, 41-8. Ja, dort ist ein bisschen. Vielleicht auch zwischen dem zweiten und dem dritten Platz, zwischen Biel und Freiburg, vielleicht ein bisschen etwas offen, aber so spannend ist es dort nicht, oder? Nein, in der Westgruppe ist es ein bisschen wie der Nazi-A. Nein, da ist es sogar weniger spannend als der Nazi-A. Nazi-A hat sogar mehr Spannung als der Westgruppe. Thun kann niemand anlangen in der Westgruppe. Die Wappers haben wieder verloren, dass man gegen Freiburg, gegen einen Aufsteiger oder gegen den, ja, also da muss man natürlich schon ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie zu wenig Leute gehabt oder was auch immer. Aber Lugano ist auch noch mit 24 Leuten in Aarau gewesen. Also das, wegen den Leuten allein nur. Weiß, muss man nicht schauen, aber ja, Thun wird unangefochten, die Westgruppe dominieren. Bin überrascht, über im ersten Spiel daheim gegen Biel, dass es so knapp war. Das haben wir überhaupt besprochen, dort wir zwei. Aber jetzt haben sie es mal gezeigt, wenn sie in Form sind und es klickt, wie es geht. Und Biel ist eigentlich der größte Herausforderer für die in dieser Gruppe und eben 49 zu 8. Also, das hat ja alles, oder? Ja. Jetzt in der Nazi B, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man dem Spielplan von Saft glauben soll, ist es richtig, weißt du das, Alle dass haben alle in den Playoffs, alle. Playoffs sind, oder? Also als Erster vom Osten gegen Vierter, Westen und so weiter und so fort. Als erstes mal, was haltest du da davon? Nimmt das nicht ein bisschen weg von Regular Season? Also was ich davon halte, ist, wenn man das auf Deutsch sagt, scheiße. Sie haben nur 6 Regular-Season-Games, anstatt dass sie noch Interconference gemacht und ein bisschen spannender gemacht, haben sie nur 6 Regular-Season-Games und dann kommen aber jeder in Playoffs. Du gesagt, das ist die erste von, das heißt, Thun wird dann gegen den letzten von Ostgruppe spielen, erst von West spielen gegen den letzten von Ost und so dann, oder? Das so kommen sie noch auf ein paar mehr Spiele, darum haben sie das gemacht. Ich hätte es jetzt halt so gemacht, dass du noch ein paar Interconference-Games reingeklappt oder zwei, dass du auf 8 Spiele kommst und dann die ersten 4 in den Playoffs sind und dann gegenübertreten und nachher ist das Finale. So. Es ist, wie es ist. Ich finde es auch komisch, aber es kommen wirklich alle in Playoffs.
Du willst einfach nicht Letzte werden, weil dann gegen Thun musst du in der Ostgruppe und in der Westgruppe willst du nicht Erste werden, willst du nicht Letzte werden, weil dann wahrscheinlich musst du gegen. Dort weiß man es eben nicht genau, dort ist so offen, dort weiß man gar nicht, wer dort wett ist. Aber ich würde jetzt lieber nicht mehr so gegen Thun und irgendwie gegen St. Gallen, Luzern, Aarau oder Lugano antreten, als gegen Thun antreten, egal welche Mannschaft. Früher oder später musst du so gegen Thun antreten und dann ist aus. Also so ein bisschen die, wenn das Power-Ranking machen würdest, würdest du auf dem 1 sitzen und dann die 4 in der Ostgruppe. Genau, ja, weil die anderen West, in Westgruppe, die wären dann gerade unten dran. Und vor allem, ja, eben, aber Thun ist ganz klar Erste. Die sind jetzt einfach eine schwache Gruppe. Das ist vielleicht einzig noch wegen dem Rhythmus nachher, wenn sie dann in den Playoffs sind. Aber das wird nicht ein großes Hindernis sein, denn sie müssen dann, wie gesagt, gegen den letzten Spieler. Also, das wird nicht ein großes Hindernis sein. Aber wer das für sie wird, das ist eigentlich, was noch spannend ist. Wer wird dort letzte, also nicht sechs, die sind noch nicht sechs Teams, oder sondern vier. Wer wird dort letzte und dann so, ja. Ich möchte jetzt gleich noch den Bogen spannen zur Nationalliga. Wäre es nicht langsam Zeit, dass Thun raufkommt? Das kann ja nicht sein, dass man sagt, wir können uns nicht den Amerikaner leisten mit einem so einem grossen Programm, das so gute Junioren hat. Also, ich meine, wenn nicht Thun raufen müssen in die Nation, wer soll denn jemals überhaupt raufgehen, oder? Man hat es gesehen im Vollcup, sie können mitheben ohne Probleme. Sie haben Zürich und sie haben Basel geschlagen im Vollcup. Ja, Vollcup, ich weiß. Ich glaube, der Stefan Pulver, das ist der Präsident und alles, das ist ein super Typ. Der kommt aus dem Football, der ist früher so, selber sehr gut, der aktive Spieler gewesen, kommt auch noch vom Schwingsport und alles. Also der kommt aus dem Sport. Er sagt einfach immer wieder, der Vorstand entscheidet sich dagegen und ich glaube auch die Spieler. Ein paar wollen, aber nicht alle. Und weil ohne Zürich hat keine und hat auch ein großes Kader und riesige Leute und alles drum und dran und log, was läuft und was passiert mit Zürich, oder? Und dann schauen sie vielleicht auch noch auf uns und wir haben bezahlte Spieler drin und wir haben auch keine Chance. Und dann hat das drum halt schon überlegt, wenn wir es probieren, nur mit den Schweizern und danach gibt es eben, sind wir jetzt mal ehrlich, auch so Niederlagen oder wenn wir es einfach mal in Kauf nehmen, ein Jahr Spaß haben in den Nationalspielen und nochmal die Jungs zeigen, wie es geht. Es ist eine Abwägung. Ich als Präsident würde sagen, wir gehen sicher mal ein Jahr in den Nationalspielen, weil die NCB dominieren seit Jahren, das ist ja nicht mehr lustig. Oder wie du jetzt gerade gesagt hast, würdest du auch machen, oder? Du würdest auch nicht da in den NCB rum. Absolut. Eben Absolut. da in Die den NCB. Challenge müssen Thun definitiv annehmen aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, sie hätten die sehr gute Voraussetzungen, zum auf Fuss fassen in der Nation. In der ersten Saison wird es immer schwer für jeden Aufsteiger, das ist klar. Aber sie haben das, was hinten dran, was es braucht, um wirklich auch nachhaltig können dort mitspielen. Exactly my point. Und darum sind wir den Spielern auch mal eine Challenge geben und eine Herausforderung geben und sagen, jetzt gehen wir eine Liga höher und jetzt wird es halt nicht mehr so sein, dass wir einfach reingehen und wenn es nicht klappt, ja, dann klappt es ein zweites Mal. Jetzt müssen wir kämpfen und jetzt müssen wir zeigen. Und vielleicht finden sie dann mal einen Sponsor, wo dann, wenn es falls überhaupt wendet, noch in meine, einen Amerikaner oder einen Europäer holen. Ja, es braucht Geld, du brauchst Wohnung, du brauchst Versicherung, aber die Challenge würde ich mal annehmen. Also, schlimmer als andere Teams kann es nicht werden. Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt recht wäre, dann wäre es nächstes Jahr, dass die mal aufkämpfen, wirklich. Und das ist ein Franchise. Also, man hat sich schon ein paar Mal gefragt und sie haben jedes Mal abgesagt. Man hat sich also wirklich direkt gefragt, wenn der rufen, mal eine Aufstockung, auch wenn es dann uneven ist in der Nation, dann hat er jemanden dabei, oder? Das spielt ja keine Rolle. Ich würde sehr begrüßen, wenn die aufkämpfen. Und ich hoffe, sie überlegen sich das und kommen rufen. Aber das können wir nicht entscheiden. Wir sehen jetzt, wie die wieder dominieren. Und das kann ja auch nicht lustig sein, oder? Okay, gut. Tun wir zuerst mal abwarten, wie sich in der NCB dann auch wirklich lösen. Aber wir hoffen natürlich, dass sich dort Teams entwickeln, wo irgendwann können rufen, dass die NCA auch größer wird. Ich Aber möchte nur dazu etwas sagen. Wenn Thun nicht NCB-Meister wird das Jahr, dann Fries ist ein besser. was wächst, noch nicht fressen, besen, aber dann, was weiß ich, mach ich nie mehr Da Skype. brauche ich nie mehr Skype. Nein, ich finde, dann müsstest du mal von Basel auf Chur und Ringstrasse joggen oder so. Nein, pff, das habe ich erst einen nach Okay, 10 dann noch ein Minuten. bisschen weiter. Nein, aber ohne Wetter oder irgendetwas, ich wette einfach für nichts, auf nichts, dass du ein NCB-Meister wirst. Und zwar ohne Problem.
Das sage ich jetzt schon voraus, das tun kann man nicht anlangen und die werden als BMH. Ich muss nicht immer sagen, you heard it here first, weil das weiß eigentlich jeder, der rauskommt. Das ist, außer sie hat einen brutal schlechten Tag und die anderen wollten haben. Ja, lassen wir das jetzt. Also, das heißt, wir haben viel nach Tibet geredet, aber tun wird meistens, sage ich jetzt schon. Okay, da 5 Wochen werden voran. die vier Ostgruppen-Teams werden da sicher versuchen, die Lügen zu strafen. Aber eben, warten wir ab. Ja. Wir kommen nämlich jetzt noch zu der Feel-Good-Story vom Wochenende. Nationalliga C. Zofingen Cheetahs gegen Schaffhausen Sharks. Jubel 8 zu 57, Niederlage 8 Punkte. Jubel wegen 57. Niederlage, oder was? Ein Touchdown. Wir haben gehofft die ganze Saison und jetzt hat es geklappt. Ja, ich nehme mal an, Touchdown und 2 Point, oder? Ja. Weil viel Gehe ich auch Goals davon können sie nicht aus. sein, also es wären viel Goals und zwei viel Goals, ein viel Goal saved, Safety oder? vielleicht noch, Nein, ja, es ich muss gehe auch fast. davon aus. Touchdown, 2 Points. Aber Hauptsache Punkte, oder? Also das muss man sagen, das mag Endlich. man auch gönnen, oder? Das mag ich noch mehr als gewinnen. Und dann noch gegen Schaffhausen, gegen einen Mitfavoriten in der Nazi C. 8 Punkte, das ist gut für die Moral. Und die sind noch dabei. Und wir haben doch immer gemeint und immer gehofft, kommen halten durch. Und die halten durch. Ich finde das voll cool. Ich finde das eine geile Mannschaft. Auch wenn es wenig sind und so, die gehen dort immer gar nicht einmal mehr wissen, wie viele Leute da gefangen sind. Aber die halten durch, die machen mit und dann können sie aufbauen. Und jetzt, wahrscheinlich haben die gefeiert nachher, haben jetzt 8 Punkte gemacht. Das ist auch recht so. Ich weiß noch, wo wir die ersten Punkte gemacht haben, nachdem wir 4 Mal verloren haben. Dazu mal. Das ist auch recht so. Und ja, das ist wirklich die Feel-Good Story of the Week. Es sind die 8 Punkte von Zofingen Cheetahs. Sauber. Und dort, sonst sind kein Spiel in der NACC. Nächste Woche kommt es zu den Interconference Games. In der NACC ist der Modus ein bisschen anders als in der NACB. Da kommen die ersten zwei Ostgruppe und Westgruppe im Finale spielen dann über das Kreuz. Dort geht die Saison noch ein bisschen länger. Dort, die dauert dann, glaube ich, bis Ende Oktober. Okay. Parallel mit der U16-Meisterschaft geht die ein bisschen länger als nachher als die anderen. Also dort bleiben wir auf jeden Fall auch dran. Ja. Etwas, wo jetzt bevorsteht, das Wochenende natürlich für dich auch besonders als Head Coach. U19 Wildcard-Spiel das Wochenende Basel gegen Winterthur und Thun gegen Bern. Ich weiß, du hast da natürlich, lässt natürlich nicht in die Karten blicken und so weiter, aber kannst du so eine kleine Prognose oder einfach mal eine Aussicht, eine Analyse geben auf die beiden Spiele nach dieser fantastischen Meisterschaft? Also, erstens mal, die Meisterschaft ist wirklich fantastisch gewesen, außer bei den Jets, wo zwei Vorfahren-Niederlagen hat und sind jetzt gesperrt. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre dürfen sie nicht mehr raufkommen. Mal eins ganz sicher nicht, das weiß ich. Schade, haben sie es nicht durchgehabt, für was auch immer für Gründe. Und die man gar nicht probieren, nächstes Jahr wieder mitmachen, die sind jetzt ausgeschlossen. Dafür habe ich, hoffe ich schwer, dass Agovia raufkommt mit den Junioren, die dominieren alles da drüben. Das einfach mal schnell vorweg, dass die dann das aufnehmen. Das ist eine Franchise League, auch wenn drei runtergehen, hast du immer noch genug Teams. Man hat immer genug Teams dort und das ist immer lässig in der Ding. Ja, Wildcard. Broncos können ausruhen, Zürich Renegades können ausruhen und können sich das mal schauen, wer ihr Halbfinalgegner ist und können dann schon mal ein bisschen Vorscout machen. Thun gegen Bern. Thun ist einfach zu stark im Moment mit den Junioren. Die sind so, am Anfang haben sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber die sind in letzter Zeit so stark geworden. Die werden gewinnen gegen Bern. Obwohl der John, muss man immer aufpassen, der hat immer einen Trick oder zwei in seiner Trick up the sleeve, weißt du. Aber gegen Thun wird es ganz schwer in Thun, gegen die starke I-Formation der großen O-Line und der guten Defense. Ja, zu unserem Spiel. Und Saturday Night Game, sexy. Immer ein Kopf. 2 Spiele bist du übrigens. Du mit deiner Mannschaft gegen unsere U16. Dann sehen wir uns wieder raus. Du redest mir wieder davor, wird es cool, dass ja das Kohle nicht zahlen musst. Genau. Aber das mal fangen die ab. Das mal bist du in mein Haus. Das mal fangen die ab, dass ich mir das Kohle kriege. Zu unserem Spiel ist es, sage ich nicht viel dazu, ich gebe auch keine Prognosen ab zu unserem Spiel. Wir sind sehr motiviert, vor allem nach dem Zürich-Ding, wir haben eigentlich nicht vorgehabt. Wir haben das Problem, dass wir Platz erst, also unser beleuchteter Platz beim FCB Campus St. Jakob erst am 1. Oktober dürfen besuchen und sind jetzt immer noch auf der Exmat, wo wir sehr gern sind, aber dort hat es kein Licht und wir haben jetzt nur 1 Stunde Training und dann ist es dunkel. Wir sind um 6:30 an und können so bis um 8, 1,5 Stunden trainieren, bis jede Woche dunkel. Jetzt machen wir es einfach so, wir haben jeden Tag Training. Außer Montag, also wenn es ist, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Training, immer 1 Stunde, 1,5, so lange es geht.
Und dann, wenn wir sie so durchziehen, die ganzen Playoffs, wir haben leider keinen Platz mit Licht. Es ist traurig, aber Basel ist halt schwer mit. Man hat dort bekannte Zeiten und wenn du die nicht hast, kannst du nicht einfach, ja, wie es auch Football ist, in den Playoffs sehr holen und wir dürfen nicht auf unseren Platz. Wenn dann der FC da nach Fünfter drauf ist, ist der FC da nach Fünfter drauf und dann ist das so und es ist schade. Aber wir haben natürlich super Plätze, aber normalerweise spielt man auch nicht im September noch mit U19. Das muss man auch sehen. Normalerweise sind wir jetzt in der Pause und von dem her ist es jetzt einmal ein Jahr so und sonst tun wir uns halt dann Kerzen auf den Deckel, auf den Kopf. Ich weiß nicht, was. Es wird ein lässiges Wochenende. Wildcard ist immer gut. Und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Das muss ich natürlich da nicht erwähnen, das ist klar. Aber wir wissen, dass Winterthur eine sehr starke Mannschaft hat. Sehr überraschend. Man weiß nie, wer Quarterback spielt. Es sind zwei sehr gute Quarterbacks. Haben Broncos fast geschlagen, auch zumal in Winterthur nach der Sommerpause. Ja, und dann schauen wir. Thun Bern und mehr gegen Winterthur. Das sind die zwei Wildcards. Das gibt sicher spannende Spiele. Zwei spannende Spiele. Wenn ihr dort in der Gegend wohnt, könnt ihr schauen. Das ist gutes Football. Ja, und dann können wir dann nächste Woche weiterreden. Freue mich auf jeden Fall drauf, auf die zwei Spiele. Vielleicht noch ein kurzer Blick in die U16-Mannschaft. Du hast gesagt, kein mehr Broncos spielen in Basel. In Rostrup sieht so nach Tabellenmoment noch Broncos Zürich für Playoff aus. Ist aber noch alles offen, wo alles entschieden sozusagen ist. Ist in der Westgruppe. Bern schlägt nämlich Genf 60 zu 16. Keine Ahnung, wie Genf so untergehen kann. Meine, die haben gegen Thun nicht so schlecht ausgesehen. Und weil das ja nur noch drei Teams sind in der Westgruppe, kannst du sagen, Genf ist out. Genf wird nicht im Playoff kommen, das Jahr in der U16-Mannschaft. Dort wird es Thun und Bern sein, also jetzt ein Footballwunder ausgeschlossen. Aber das ist auch noch speziell, dass Genf von immer so starke U16-Equipe kennt, das Jahr außerhalb der Playoff ist. Was dort mit den Junioren läuft in Genf, ich weiß nicht. Haben wir letzte Woche schon ein bisschen angesprochen. Die haben in Flag haben die jahrelang dominiert. Und danach sind die Flag ist dann hochgekommen und ein paar, die Guten sind dann auch geblieben. Und die haben dann wirklich gute U16-Team gehabt, auch ich noch Coach von U16. Die letzten paar Jahre, U19 haben sie eh gut. Sind, wie gesagt, auch die amtierenden Meister immer noch in der Nationalen oder in der Elite League. Meine Entschuldigung, in der Elite League sind sie die amtierenden Meister, Genève Seahawks. Und jetzt schaffen sie Playoffs nicht in der U19 und in der U16 kriegen so Niederlagen. Das ist heftig, 60. Und dann noch daheim, gell? Ist es, glaube ich, soviel ich weiß. Könnte ich jetzt nicht mal sagen. Ja, spielt auch keine Rolle, aber die Niederlage ist natürlich brutal heftig. Ja, die Westgruppe, das wird Thun oder Bern sein, das wird dann Bern sein schlussendlich. Thun zwar auch gut, die U16. Eben, wenn man nur noch schnell zurück zum Thun, warum Thun in der Nationalspiel spielt, schaut mal die Juniorenteams, die die haben. Die haben U19, die haben U16, die top sind, gehen in die Nationalspiel. U16 Ostgruppe ist natürlich um einiges mit Winterthur, Broncos, Basel, Hertha. Spielt jedes Team zweimal. Wir schlagen Winterthur im ersten Spiel, verlieren im zweiten. Gegen Zürich verlieren wir zweimal klar. Und jetzt müssen wir zweimal gegen euch, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Ich meine, du bist immer noch undefeated mit deinem Team, du und der Cello. Das wird nicht ganz leicht für uns am Samstag, für unsere U16, zweimal gegen euch anzutreten. Das Gute ist, dass nachher 2 Wochen Pause hat, bevor wir das nächste haben, weil es ist ja, sie haben eine Nähe bei und im Swiss Bowl ist ja ein Cut-off-Day. Unsere drei, vier Jungs, die wir bei der U19 haben, die bis zur Sommerpause bei uns gespielt haben, das sind die neuen, außer der Quarterback, der leider verletzt ist, das sind eigentlich die Leistungsträger, einige der Leistungsträger von der U16, vor allem der Omari Schaub, der spielt jetzt Quarterback, DB, alles, der ist wirklich gesagt stark. Ja, das ist wahrscheinlich der Einzige, wo du ein bisschen Container, also Container musst alle, aber es wird schwierig für Basel euch zu schlagen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder gegen Basel, weil ihr habt eine sehr gute Offense und das wird schwierig euch zu stoppen auf dem großen Feld mit eurer Option. Aber es ist alles möglich. Also, ihr dürft uns nicht unterschätzen, weil Coach Absolut. Gürtel macht einen sehr guten Job und sie sind motiviert. Dürfen sie im Rangkampf spielen, weil ihr U16 dürft so schön in großen Stadien spielen. Ja, aber sie motiviert und dann nachher geht es im Oktober auch in 2 Wochen. Wenn sie jetzt euch aber schlagen würden und wir verlieren gegen Zürich nächste Woche, wäre alles wieder offen. Also Ostgruppe ist viel spannender als die Westgruppe, wie du Das ist gesagt hast, letztes Jahr auch schon so 16. gewesen. Also es ist einfach, es gibt kein einziges einfaches Spiel. Auch wenn es klare Resultate gibt, die sind umkämpft. Es ist nicht so, dass es einfach ein Team dominiert und nur noch mit den Backups spielt und so weiter, sondern
Das war schon so gewesen, oder? Das sind alles respektable Teams, absolut. Das Ja, ist so. und Trendwende ist ein bisschen lustig, wenn man denkt, ich meine, wir sind jetzt letztes Jahr schon im Finale gewesen, die sind ja Meister. Und wenn man schaut, Winterthur hat vor ein paar Jahren dominiert, oder? Die sind, glaube ich, dort mit dem Leroy Rummeli als Quarterback und so, die haben dann dort wirklich ein super U16 aufgebaut und haben brutal viele Leute gehabt. Und das ist jetzt auch ein bisschen zurückgegangen wieder, wie bei uns mit den Gladiators auch. Wir sind jetzt auch zweimal Meister geworden in den letzten 3 Jahren. Seit der Coach Gürtel übernommen hat. Und jetzt geht es auch wieder zurück. Mit U16 ist es halt schon so, wegen dem Jahrgang abhängen. Brutal, oder? Und das ist die eine, wie ein lang U16-Coach bei den Broncos und bei den Gladiators. Es ist so brutal. Ihr könnt also auch wieder Meister werden und nächstes Jahr plötzlich einen anderen Jahrgang haben und dann müsst ihr wieder neu beginnen, wirklich einen Neuanfang. Und es gibt keine andere Liga, die so abhängig ist von den Jahrgängen. Und du musst auch die neue einbauen. Und das sind 14-Jährige, die noch nie Football gespielt haben. Oder? Das ist nicht so wie ein 18-Jähriger oder 19-Jähriger, das ist schon ein Unterschied, das muss ich dir nicht sagen. Von dem her ist es wirklich brutal, wie das schnell ändern kann. Du kannst nicht über Jahre, es gibt keine U16-Mannschaft, die über Jahre dominiert hat, gibt es nicht, wo mehr als 3 Jahre dominiert hat, wüsste nicht wer. Gut, wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Und wir kommen damit wieder zurück in die Nationalliga. Und zwar zu den Tipps, oder besser zum Tipp. Es ist ja, wie Ui, gesagt, das könnte man da tippen. ein Spiel. Das letzte Spiel in der Regular Season. Ja, du bist 19 und 5, also du hast jetzt wirklich rehabilitiert. Und jetzt der letzte Tipp: Zürich gegen Genf. Dein Call. Also, ich gehe mit Genf. Der, wo das gewinnt. Wahrscheinlich nicht mehr so hoch, wie es daheim gewonnen hat. Fahren auf, wahrscheinlich werden sie ein paar schonen im jetzt eine Woche vor dem Playoff-Spiel dann, oder sie haben nur dann ein Playoff-Spiel. Sie haben jetzt immer so, Genf hat jetzt sehr blöd lag, dass sie müssen als einziges Team ein Nachholspiel spielen, Nachholspiel spielen. Die anderen können jetzt ausruhen, aber sie müssen jetzt noch einen. Der Coach Larry weiß, er hat den dritten Platz auf sicher. Der tut jetzt da nicht mehr zu viel riskieren. Und das weiß ich, dass er das nicht macht. Aber sie werden trotzdem gewinnen. Aber sie wären ja blöd, wenn sie jetzt da wirklich ihre Starters voll durchspielen lassen und wenn sie eine Woche später gegen Bern klassischer semi-geiler Semifinale haben gegen Bern. Aber es ist trotzdem, sie werden grüner. Grüner werden sie. Okay, und wenn du den richtig tippst, dann wärst du auf 20 Sieg bei 5 Niederlagen, also 80% Siegquote. Mit dem könntest jetzt du wahrscheinlich auch wieder leben, oder? Ja, die 5 sind schon ein bisschen viel. Falsche Tipps. Das ist schon ein bisschen die erste Runde von der Saison regt mich immer noch auf, jetzt, dort, wo ich so brutal schlecht getippt habe. Ja, Die erste und man Runde. muss aber auch sagen, du sagst ja schon, es ist so einseitig und so weiter, aber man muss auch sagen, in den letzten Jahren ist es ja auch schon einseitiger gewesen. Man, jetzt hat es immerhin drei Teams und Winterthur würde ich sagen vier Teams, die reelle Chancen haben, zum Schweizer Meister werden. Winterthur hat keine Chance, zum Schweizer Meister werden. Das würde mich sehr, sehr überraschen. Reale Chance, schon ja, weil sie in den Playoffs sind, stimmt ja. Ja, es ist eigentlich schon schwierig gewesen zum Tippen, wenn du so siehst. Und vor allem eben, ein falscher Tipp war der Broncos in Bern. Dort habe ich Broncos tippt und Bern hat gewonnen. Das hat mich überrascht. Ja, und dann habe ich halt Basel gegen Wien tippt. Dass sie gegen Winterthur gewonnen, ist auch falsch gewesen. Ja, 5 darf es einfach nicht mehr, 5 niederlassen. Also 5 Feldtipps, sie dürfen jetzt nicht mehr werden. Und es dürfen nur noch rauf, nachher, vor allem in den Playoffs, dann muss es rauf. Und dann noch der Swiss Bowl, wo jetzt offiziell übrigens in Basel stattfindet, das ist jetzt offiziell bekannt gegeben. Also Anfang Oktober. Bis dann habe ich noch einiges tippen, aber ich glaube, ich werde aber jetzt alles nur noch richtig tippen. Und Okay, den da Tipp von will Thun kannst du auch gerade reinrechnen, noch, gell? ich. Sollen wir den auch dazu nehmen? Ah, ja, gut, den nehmen wir. Der Wenn es Meister gibt werden. einen speziellen Bonus noch dazu. Genau. Will ich jetzt schon Meister erküren. Und in der NCC-Erkürung hat Langenthal schon als Meister. Okay, das Also, ist schon wenn vorab die ein zwei Kasten Meister im sind, gibt Fall gewesen. Dann kriegst du das extra gibt einen Bonuspunkte. Bonus. Dann gibt es Ja, extra dann gibt es extra Bonuspunkte. Bonuspunkte. Okay. Genau. Gut, also ich bin jetzt schon gespannt auf deine Tipps nächste Woche, denn wenn du das Halbfinale hast, schön, für den Moment. Danke dir vielmals, dass du dir wieder Zeit genommen hast, Coach. Und ja, wir sehen uns am Samstag und ich wünsche euch viel Glück bei eurem Spiel. Und Danke. seht, tun wir uns nicht am Samstag sehen und hören tun wir uns wieder nächste Woche.
Ich hoffe, dass ich nicht zu alt, ich hoffe, dass ich als fröhlicher Mann da bin nächst Skype und nicht als enttäuschender Playoff out. Aber ich bin zuversichtlich und ich freue mich auf nächste Woche und sehe dann.